Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder was von Barbie für euch und zwar das Geheimagenten-Motorrad aus dem Film Barbie das Agententeam. Kathi hat euch letztens schon die passende Barbie-Puppe dazu vorgestellt, das ist unsere Barbie-Spionin. Hergestellt wurde dieses Motorrad hier von Mattel und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Und das Gute ist, dass nicht nur die Barbie-Agentin mit dem Motorrad fahren kann, sondern auch ihr kleiner Agentenfreund Percy hier oben. Das ist ein Hund und der passt dann in den Beiwagen von dem Motorrad. Ich würde sagen, wir packen das Ganze einfach mal aus und schauen es uns genauer an. Das hier ist das Motorrad und ich muss sagen, das sieht wirklich super cool aus. Hat zwar noch keinen Lenker, den müssen wir wahrscheinlich noch separat dran bauen, aber es rollt auf jeden Fall. Das heißt, Barbie kann definitiv damit fahren. Und es hat auch einen kleinen Ständer, dass es nicht umfällt. Jetzt noch den Beiwagen und einen Motorradhelm, damit unsere Agentin auch sicher auf dem Motorrad mitfahren kann. Hier haben wir dann noch den Lenker und auch noch ein paar Sticker, um das Motorrad dann zu verzieren. Das ist jetzt nochmal alles, was dabei gewesen ist. Die Barbie-Puppe war nicht dabei, die hatten wir euch schon in einem vorangegangenen Video vorgestellt. Und mit dabei bei der Puppe war jetzt noch dieses Werkzeug hier. Das brauchen wir, um die Puppe dann turnen zu lassen, denn in dem Film ist Barbie eine Turnerin, die dann aufgrund ihrer tollen Turnkünste und Fähigkeiten zu einer Spionin wird. Das heißt, die Puppe müsst ihr euch zu dem Motorrad dazu kaufen. Wir werden jetzt erstmal dieses Motorrad mit Stickern verzieren, damit das Ganze auch nochmal etwas originaler aussieht. Das Barbie-Agenten-Motorrad ist jetzt soweit fertig. Jetzt bekommt der Beiwagen noch ein kleines Licht. Jetzt müssen wir nur noch ein paar kleine Details dran bauen, wie zum Beispiel diese Halterung für unsere Barbie, damit sie auch von dem Motorrad nicht runterfällt. Das kleine Hündchen Percy, das stellen wir jetzt in unseren Beiwagen. Schnallen ihn an. So, und unter dem Motorrad ist jetzt hier noch so ein kleiner Arm und den können wir dann jetzt mit dem Beiwagen verbinden und wirklich fest scheint Percy hier nicht auf dem Beiwagen zu sitzen. Wir haben ihn nämlich auch falsch rum angeschnallt. So, und als letztes kommt jetzt noch der Lenker. Einfach draufstecken. Und natürlich unsere Agenten-Barbie. Ich ziehe ihr mal diesen pinken Mantel aus. Das ist vielleicht ein bisschen zu unbequem dann auf dem Motorrad. Und schon hat sie ihr zweites Agenten-Outfit an. Dann setze ich ihr noch den Motorradhelm auf. Und es kann losgehen.
Jetzt müssen noch die Arme hier ans Lenkrad oder an den Lenker. Aber es scheint nicht sonderlich gut zu passen. Unsere Barbie-Puppe ist zwar etwas beweglicher als die üblichen, sie ist ja auch eine Agentin, aber den richtigen Sitz auf dem Motorrad habe ich noch nicht gefunden. So, jetzt sitzt die Barbie-Agentin aus dem Film Barbie Spy Squad oder zu Deutsch Barbie das Agententeam auf ihrem coolen Agentenmotorrad mit ihrem kleinen Agentenfreund Percy, dem kleinen Hund, der ihr bei den Missionen hilft. Und jetzt fahren wir einfach mal eine Runde mit dem Motorrad. Mir gefällt das Barbie-Agenten-Motorrad richtig gut und ich finde es auch super, dass es nicht batteriebetrieben ist, sondern dass man es selber steuern kann. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, finde ich, weil man dann immer wieder die Richtung wechseln kann, wie man möchte. Die Batterien müssen nicht ausgetauscht werden, sondern man kann dann einfach die ganzen Missionen von Barbie aus dem Film Das Agententeam nachspielen. Auch dieser kleine Percy, dieser Hund, den finde ich ganz niedlich. Und das Motorrad sieht natürlich auch super cool aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut auch nochmal gerne das Video von Kati zu der Agentenpuppe an. Da zeigt sie auch noch, was es mit dem Werkzeug hier auf sich hat. Dieses Werkzeug braucht man nämlich, damit unsere Barbie-Agentin richtig coole Stunts machen kann, wie zum Beispiel Ratschläge oder auch Saltos. Also wenn ihr Interesse habt, schaut euch auf jeden Fall noch das Video von Kati an zu der Agenten Barbie-Puppe hier. Ansonsten gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!